und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich heute ein kleines Päckchen von Figuia bekommen, denn die haben zurzeit Valentinstagsrabatte drin und da konnte ich auf eine Figur definitiv nicht widerstehen. Und zwar, ich glaube, der passt gar nicht mit ins Bild. ich mache das mal so, wie man sehen kann. Kagamine Len von die Toni-Version von ihm. Ich habe ja die Toni-Version von Megumin Luca da. Und ich weiß, dazu gibt es noch eine Rin. Die werde ich mir demnächst auch noch holen. Und ich habe die ja schon letztes Jahr ungefähr gesehen. Und ich fand die ja schon mega geil. Vor allem, wie die halt aussehen. Die Frisuren und sonst was. Sieht einfach mega geil aus. Und ja. Deswegen würde ich mir definitiv dann mal dass die Figuren holen und dadurch, dass er erst der einzige von den beiden, die runtergesetzt waren. So 90 Euro ungefähr. Und dachte ich mir, ja, den gönnst du dir jetzt definitiv. Und ja, hier ist er jetzt und ich denke mal, den werde ich jetzt definitiv auspacken. Ich werde aber erstmal den Karton zeigen. Also hier ist auf jeden Fall erstmal die Zeichnung von ihm. Dann sind hier nochmal ein paar Figurenbilder. Sorry, übrigens, wenn es so schräg steht, ich kann noch so viel. Und da hier ist auch noch mal ein Figurenbild, näheres. Wie gesagt, ich finde die Figur, die sieht einfach mega aus. Und ja, oben ist jetzt nichts dran. Und da drin ist auch nichts. Und hier sieht man ihn halt noch mal durch. Ja, also ich werde ihn definitiv mal auspacken. Und ja. So, ich habe ihn jetzt auch schon ausgepackt. Das war jetzt auch noch mit drin. Wie gesagt, das ist ja das so Original, das Handzeichen so. Das Auspacken, das war die Hölle. Ich hatte das mit extra mit unterweg, weil er war tatsächlich noch mit dem Draht befestigt. Oh, Alter. Jetzt bist du so, hey, warum geht denn die Verpackung nicht auf? Und dann hab ich gesehen, warum. So geil die Figur noch aussehen, ich freue mich nicht, Rin auszupacken. Ja. Aber die Mühe war es wert. Und da ist er. Ich glaube, ich werde mein Handy gleich mal runter machen, weil man sieht sonst nichts. Ja. Er ist groß. Auch mit der Base halt. Also wie gesagt, er ist halt auch ziemlich groß. Mit der Base vor allem. Die Base ist halt cool. Finde ich mir cool mit den Piano-Klavier. Tasten. Und Rin kann man dann hier einfach so anlehnen. Das sieht dann richtig nice aus mit ihr zusammen. Und ja, ich finde auch das cool, dass man das so ein bisschen bewegen kann. Ja. Ich liebe echt mal die Haare. Die sind glänzend so geil. Ey. Das, ich schwör, das sieht mega geil aus. Ja. Mal gucken. Ah, das sieht richtig nice aus. Ich liebe ja die Figur von Max Factory. Wie gesagt, ich habe davon noch eine Luca-Version da. Und das sieht einfach mega Hammer aus. Ja, auch die Gesichtsbemalung, mega. Also Rin wird definitiv noch geholt, weil ich kann nicht einfach Len hier stehen haben ohne Rin. Und Rin sieht auch total geil aus, finde ich. Und zusammen sieht es bestimmt auch nochmal Hammer aus. Ja, wie gesagt, ich finde die Bemalung einfach der Hammer. Sieht richtig mega geil aus. Ja. Auch hier oben nochmal den Haaren. Das leuchtet halt so schön, beziehungsweise glänzt das halt richtig geil. Das ist das, was mir an den Figuren auch noch am meisten gefällt, dass es halt so glänzt. Ja. Sieht wirklich mega aus. Ja, die wissen schon, wie man Figuren macht. Ja. Wie gesagt, es ist von auf Max Factory. Ich glaube, gut, Smile Combat-Ding mit drin. Naja, ja, ist ja die Toni-Version. Ja, das ist auch meine Luca, die ist auch von Toni. Aber sieht schon mega nice aus. Ich freue mich wirklich sehr auf Rindern zu haben. Ja, dann würde ich sagen, hiermit beende ich erstmal das Video. Ich werde definitiv noch Bilder machen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.
my turn.